Sagen wir herzlich willkommen zu Reading the News. Herzlich willkommen zu Reading the News. Wir melden uns zurück mit besseren Neuigkeiten als sonst. Endlich vorbei mit dieser schrecklichen Altersarmutsfolge. Und wir machen wieder da weiter auf unserer stärksten Seite, nämlich Geldanlage. Ich freue mich unglaublich. Ich bin einfach nur froh, dass das letzte vorbei ist. Was haben wir denn heute? Eka liest es vor. Dummes deutsches Geld. Das ist ja erstmal ein Schlag ins Gesicht, weil man will ja irgendwie nicht dumm sein. Als Deutscher mit Geld. Dann geht es jetzt los. Fast 10 Billionen Euro haben die Bundesbürger im Ausland angelegt, mit jämmerlichen Renditen, wie eine Studie zeigt. Viel Geld. Was stellst du dir unter jämmerlichen Renditen? Was stellt Eka sich unter jämmerlichen Renditen vor? Kommt ja auch aus dem Finanzmilieu. Da wir arbeiten ja in der Regel mit großen Renditen. Jämmerliche wären unter der Inflationsrate. Das wär jämmerlich. Glücklicherweise nicht unter der Inflationsrate. So viel kann ich schon mal verraten. In seinem Bestseller The Big Short beschreibt der amerikanische Autor Michael Lewis. Kennst du Michael Lewis? Nein. Weil der Von ist dir ein bisschen. ganz empfehlenswerte Bücher. Also Michael Lewis, also mit dem habe ich meine ersten Schritte Richtung Finanzen damals unternommen. Wunderbaren Aufklärungsromane darüber geschrieben, was da so passiert. Auf wahren Begebenheiten. Michael Milken-Geschichten da, Drexel, Burnham, Lambert, Anleihenkrise in den 80s, also tolle Bücher. Er hat aber nicht aufgehört, also seit den 80s tolle Bücher zu schreiben, und dann hat er nämlich dieses eine Buch geschrieben, das Big Short. The Big Short. Da geht es jetzt halt quasi um, also den Ausbruch der internationalen Finanzkrise, im großen Stil Wetten auf einen Crash am US-Immobilienmarkt abschließen. Credit Default Swaps. Das ist, woran AIG damals fast pleite gegangen wäre. Aber glücklicherweise wurden sie ja dann von Paulson gerettet. Ha, Bush-Administration. Das waren noch Zeiten. 2008 auf 2010 hoch, das waren wilde Jahre. Und dann geht es jetzt um so einen Protagonisten, Greg Lipman. Also auf dem Höhepunkt von dieser Finanzkrise, also als sie halt quasi alle diese hochtoxischen Papiere rund um Immobilien gekauft haben, also die finanziert gewesen sind, wirklich auf Luft und Liebe, war natürlich zum Scheitern verurteilt. Und ein cleverer Typ wie Greg Lipman, also dem ist das halt aufgefallen, also dass die wahrscheinlich in 1000 Jahren diese Kredite nicht zurückzahlen werden, und dann konnte man Versicherungen darauf abschließen, dass diese Kredite nicht zurückgezahlt werden. Die sogenannten Credit Default Swaps. Die ganz cleveren Goldman Sachs ganz vorneweg haben halt einfach diese Versicherung abgeschlossen. Und für die Deutsche Bank war die erste Person, die das gesehen hat und diesen riesigen Wert, also wir gehen nicht pleite, wenn wir Versicherungen dagegen haben, eingekauft haben, das war dieser Greg Lipman. Hat sich T-Shirts drucken lassen, auf denen drauf stand: I shorted your house. Ich habe die Gegenposition zu deiner Immobilie eingenommen und ist große Party darauf gefeiert, dass der daran glaubt, dass das alles zusammenbricht. Dann ist das alles zusammengebrochen, und wer hatte dann recht? Lachte Greg Lipman. Diesen Greg Lipman fragten jetzt die Kollegen, wer angesichts der enormen Verlustrisiken überhaupt noch in amerikanische Immobilien investierte. Darauf antwortete er lapidar: Wahrscheinlich irgendwas mit Deutschland. Deutschland, ja, auf jeden Fall. Dummes deutsches Geld. Aber es wird noch viel, viel schlimmer. Tut uns leid, Herr Strelo. Aber die Antwort auf die Frage, wer angesichts der enormen Verlustrisiken überhaupt noch in amerikanische Immobilien investierte, antwortete er lapidar: Düsseldorf. Hätte auch einfach sagen können, die Deutschen. Also, dass sie jetzt ausgerechnet unsere Landeshauptstadt da jetzt nochmal so vorführen, das tut natürlich weh. Und dann spricht die Wall Street jetzt von Stupid German Money. Waren das alles Einzelfälle, oder sind die Deutschen tatsächlich Nieten bei Finanzanlagen? Wahrscheinlich sind wir die Nieten. Höchstwahrscheinlich. Glücklicherweise, ja, wir sind die Oh Nieten. Das ist, nein. ja, bitter. Das ist ein Team aus Wissenschaftlern, die erstmals systematisch Studie vorgenommen haben, um diese Frage zu klären. Sind die Deutschen die Nieten? Sind wir wirklich stupid German money? Sind wir. Deutschen erwirtschaften mit ihren internationalen Investment deutlich weniger als alle anderen in der Gruppe der 7 großen Industrienationen. Ärgerlich, ne? Schlecht. Schlecht, schlecht für uns. Im Zeitraum von 1975 bis 2017 betrug die durchschnittliche jährliche Rendite auf deutsche Auslandsinvestitionen gerade einmal 4,9%. USA kommen auf 10,6%, mehr als das Doppelte. Großbritannien 10,2%, Kanada 9,2%, Italien 7,9%, Frankreich 7,3%. Ja, Ja. sag das ruhig. Sag, dass du enttäuscht bist. Sag, dass du Ich enttäuscht bin bist sehr enttäuscht. von der deutschen Geldanlage. Die Studie sagt, wir spielen nur in der dritten Liga. Hätte ich aber nicht gedacht, dass wir schlechter sind als Italien. Ja, naja, halt dritte Liga, ne?
spricht jetzt von der dritten Liga, Moritz Schularik. Und er ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Bonn. Also bis jetzt wissen wir, Geldanlage können wir nicht, im G7-Vergleich, letzter Platz und dritte Liga bei der Geldanlage. Geht er weiter mit, läuft es im Moment so. Deutschland erwirtschaftet Überschüsse im Exportgeschäft. Exportweltmeister. Das wissen wir. Das wissen wir. Das wird ja auch in der Presse immer breit getreten. Mensch, einmal so exportieren wie die Deutschen, sagen sie ja immer. Und ich bin nur die Frage, was machst du mit der Kohle, die da halt quasi beim Exportieren so erwirtschaftest? Erwirtschaften wir Überschüsse, die dann im Ausland angelegt werden. Aber ja, dummes deutsches Geld. Dahinter steckt durchaus Konzept, denn wenn die deutsche Bevölkerung altert, sollen die ausländischen Ersparnisse Schritt für Schritt aufgelöst und zurück nach Deutschland transferiert werden, um damit die Lücke im staatlichen Rentensystem zu stopfen. Und da denkt man sich jetzt, hey, das ist doch clever. Ja. Wenn wir das ganze Exportgeld im Ausland anlegen, um dann halt quasi mit der Auslandskohle, wenn es hart auf hart kommt, hier diese Lücken in der Rentenkasse zu stopfen, das ist doch total die Lösung für das Problem. Ja. Das ist gut gedacht, aber dummes deutsches Geld. Dummes deutsches Geld. Das funktioniert jedoch nur, wenn das Geld auch einigermaßen lukrativ angelegt wird. Genau daran weckt das Papier von Schularik aber nun Zweifel. Wenn das Geld halt einfach da schlecht angelegt ist, hilft uns das recht wenig mit der Altersarmut. Und jetzt kommt es nämlich ganz dicke. 2700 Milliarden Euro am Kapitalmarkt im Ausland angelegt. Allein in den vergangenen 10 Jahren. In den letzten 10 Jahren haben die Deutschen 2700 Milliarden Euro im Ausland angelegt. Insgesamt beläuft sich das deutsche Auslandsvermögen auf 9007 Milliarden Euro. Wie viel sind 9007 Milliarden Euro? 9 Billionen und 7 Milliarden. Eka ist das ja, die hat ja den Master in Risk und Finance, die weiß sowas. 9 Billionen. Also das ist fast das Dreifache der jährlichen Wirtschaftsleistung von Deutschland. Also unglaubliche Summe. Weil die Beträge so groß sind, haben schlechte Anlageentscheidungen enorme Konsequenzen. Ein Prozentpunkt Abweichung wäre in diesem Fall schon 90 Milliarden. Und wenn wir das jetzt gut gemacht hätten, also hätten wir das Geld jetzt cleverer im Ausland angelegt, was wir nicht haben, weil dummes deutsches Geld. Weil dummes deutsches Geld, wären wir jetzt um 3100 Milliarden Euro reicher. 3 Billionen. Um 3 Billionen reicher. Das entspricht etwa 38.000 Euro pro Einwohner. Eka, was hättest du mit deinen rein hypothetischen 38.000 Euro, die du hättest mehr haben können, hätten wir unser Geld besser angelegt gemacht? Ich hätte unsere Eigentumswohnung in Russland nochmal aufgekauft. Hat man nicht eine Eigentumswohnung eigentlich schon gekauft? Hat man? Gehört meine Oma. Und die möchte mir die vererben, muss ich das dem Staat eine Steuer bezahlen, um die Wohnung behalten zu dürfen. Der Steuersatz ist so hoch, dass die meisten Leute das nicht bezahlen können. Gehen die Wohnungen zurück an die Stadt. Was? Das ist der Trick. Das wäre so bei 20.000 bis 25.000 Euro. Und die 38.000 würde ich halt den russischen Staat bezahlen, um die Bude behalten zu können, wo ich aufgewachsen bin. Kann sie die nicht einfach überschreiben dann? Sie nein. Dir gehört? Nein. Das ist clever. Der Russe macht das clever. Deswegen muss ich das Geld haben, um die behalten zu dürfen. Aber dummes deutsches Geld. Deshalb hat Eka das jetzt nicht. Kriegt der russische Staat jetzt die Wohnung. So, noch dramatischer ist der langfristige Vergleich. Aus einem im Jahr 1975 angelegten Euro haben die Amerikaner bis Ende 2017 etwa 60 Euro gemacht. Die Deutschen gerade einmal 7. Oh! Kann man jetzt natürlich sagen, also wieso ist das denn überhaupt so schlecht? Also was machen wir denn hier falsch? Norwegen als gutes Beispiel angeführt, denn Norwegen lässt ein ebenfalls gewaltiges Auslandsvermögen, ja Norwegen, die haben es ja auch dicke, von einem professionell geführten Staatsfonds verwalten. Den haben wir aber nicht. Wir haben überhaupt keine Leute, die sich wirklich mal Gedanken darüber machen, also wo genau wollen wir unser Geld im Ausland überhaupt anlegen? Wo wir es doch bräuchten? Also die 38.000 Euro, damit könnte Eka schon ihre Wohnung in Russland kaufen. Und noch etwas fällt auf. Damit das angelegte Geld, wie geplant, in der Zukunft für die Altersvorsorge genutzt werden kann, also das ist ja der große Traum, wir legen das Geld im Ausland an, um es dann halt, wenn es drauf ankommt, hier vor Ort für die Altersvorsorge einsetzen zu können, müsste es eigentlich vor allem in Ländern mit einer jungen Bevölkerung investiert werden. In Deutschland vergreist, würde dort noch Wohlstand geschaffen, wovon die Deutschen über ihre Kapitalanlagen profitieren würden. Soweit die Theorie.
der Praxis aber sind weniger als 10% des deutschen Auslandsvermögens in dynamischen Volkswirtschaften wie Asien oder Afrika angelegt. Schlecht. Schlecht. Wenn man das hier so liest, denkt man sich doch, also das ist doch, also man... Steht da! Ne? Es steht einfach da, da ist doch die Lösung. Warum liest denn keiner Zeitung überhaupt? Dafür haben wir dieses, ganz genau dafür haben wir dieses Format. Also wenn, hier stehen alle Lösungen für die Probleme und das macht super Sinn. Also ich glaube nicht, dass man BWL studiert haben muss, um diesen Zusammenhang zu erkennen. Also wenn hier die Leute zu alt sind, um Geld zu erwirtschaften, tu halt dein Geld dahin, wo noch Geld erwirtschaftet wird und dann profitierst du halt quasi, das ist die kleine 1x1 der Geldanlage. Hier steht es, aber weil keiner die Zeitung liest, außer wir beide, deshalb gibt es hier überhaupt Reading the News, weil einem anscheinend nach braucht es solche wie uns, die die Zeitung lesen. Was ist die Lösung für diesen demografischen Wandel hierzulande? Ja, das. Nimm halt diese Billionen Euro und tu die halt einfach dahin, wo sie für dich arbeiten können. Naja. Wo liegt denn überhaupt das Geld? Das sind ja trotzdem noch Unsummen. Etwa 70% des Gesamtbetrags liegen in anderen europäischen Ländern. Aber weißt du, was das Problem mit anderen europäischen Ländern ist? Hier, die sind auch alle alt. Ja. Das ist also die demografische Entwicklung, das ist ja ein europäisches Problem. Also halt im Endeffekt zu sagen, also wir wollen halt quasi die Vergreisung unserer Gesellschaft stoppen, indem wir unser Geld dahin transferieren, wo andere Leute gerade alt werden. Und das hilft niemandem was. Dynamischen Volkswirtschaften, Asien und Afrikas, da wo halt noch was passiert. Ja, 70% des Geldes haben wir halt da, wo die Alten sind. Investitionen im Ausland trügen daher wenig Absicherung gegen demografische Risiken bei. Also wenn du das möchtest, also Vorsorgen am Kapitalmarkt, was wir auch dem kleinen Mann, also das funktioniert auch auf staatlicher Ebene. Deutschland macht das auch falsch. Aus finanzieller Sicht zahlen sich die von den Deutschen erwirtschafteten Exportüberschüsse bislang nicht aus. Das ganze Geld, was jetzt hier gerade verdient wird, wer weiß, ist vielleicht also historisch einzigartiger Punkt in der Gesellschaft, dass wir überhaupt so viel Geld erwirtschaften können. Und jetzt wäre es so unglaublich clever, dieses Geld zu nehmen, das im Ausland anzulegen und dann, wenn es drauf ankommt, also wenn wir auf die Kohle angewiesen sind, weil hier nur noch alte Leute sind, auf das Vermögen zurückzugreifen, das wäre total die geniale Sache. Gerade jetzt, wo wir Exportweltmeister sind. Ja, Herr Schularik, recht haben sie. Machen wir nix. Deshalb plädiert er dafür, dass wir hier auch ein Deutschland vorgründen sollen. Also halt Leute, die sich wirklich Gedanken darüber machen, was machen wir mit der ganzen Kohle, wie legen wir die clever an. Aber... Dummes deutsches Geld. Dummes deutsches Geld. Allem Anschein nach machen wir das nicht. Also Deutschland wollte, er würde vor allem im Inland investieren, Wohnungen, Bildung, Kampf gegen die Erderwärmung, also auch alles Themen, die halt unglaublich wichtig sind für uns gerade, aber den haben wir ja nicht. Wir haben leider nicht diesen Fonds. Auch das ist nämlich ein Ergebnis des Papiers, die Deutschen können offensichtlich besser mit Geld umgehen, wenn sie es im eigenen Land ausgeben. Die Rendite auf inländische Kapitalanlagen liegt im Schnitt etwa 3% über der Rendite auf ausländischen Investments. Also Deutschland als Ganzes, home-biased, also hier vor Ort funktioniert es gut. Aber nichtsdestotrotz wollen auch wir uns auf der großen Bühne der internationalen Investments bewegen und machen da leider alles falsch. So, Eka, was ist dein Fazit zum dummen deutschen Geld? Ja, da muss auf jeden Fall was getan werden, weil, nochmal, ich brauche die Wohnung. Ja, also das hier vielleicht als Appell an die Leute, die gerade dieses Geld verwalten. Diese 38.000 Euro pro Bürger im Alter, glaube ich, vor dem Hintergrund der letzten Folge, wären nicht verkehrt. Also Eka wird ihre komplette Altersvorsorge undiversifiziert dann in diese Wohnung fließen lassen. Aber dann will man auch fast meinen, also in so einer Stadt wie Moskau ist das auch nicht unbedingt ein schlechtes Investment. Also das kann man jetzt mal festhalten. Also der Deutsche hat noch viel Geld. Oder das Land Deutschland hat noch viel Geld, geht aber nicht zwingend optimal damit um. Also alles wie beim kleinen Mann auch. Also das ist quasi hier das Sparbuch auf staatlicher Ebene. Da ist mehr drin. Vor diesem Hintergrund hätte ich gesagt, also unser Appell an die Leute, die dieses Geld gerade verwalten. Vielleicht brauchen wir dafür Experten, einen sogenannten Deutschlandfonds. Dann hätte ich gesagt, also ist es auf jeden Fall mal wieder eine etwas angenehmere Folge Reading the News geworden, von der man sagen kann, wir haben was gelernt. Also wir haben jetzt viele schöne Lösungen, wie man das demografische Problem jetzt lösen, nicht zwingend lösen könnte, aber eine Lösung in die richtige Richtung. Also das könnte sich, glaube ich, sehr positiv für uns als Land entwickeln. Euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns zur nächsten Folge Reading the News. Und abonniert den Kanal. Ja. Das ist uns wichtig. Ciao.